und Peace, Leute, und was geht ab? Und alles ist versammelt. Und willkommen zu Adem Bros. Ja, wie gesagt, Leute, heute geht es um eine bestimmte Person und das ist der Marco und er hat vor einem Monat Geburtstag, sag mal Marco, du hast vor einem Monat Geburtstag gehabt, genau, Geburtstag gehabt, vor einem Monat circa, sag, 29. Mai. Wie? 29. Mai. Nicht 30. Du hast mir 30. geschrieben. 29. Echt? 29. Okay, er hat am 29. Mai Geburtstag gehabt, heuer. Das Datum schreibe ich hier dazu, das bin ich und dann, bam. Das ist 16. Juli. Jetzt heute, welches Datum ist 16. Heute? Juli. Ah, 16. Juli, das ist schon wieder ein Monat her oder über ein Monat her. Das ist echt krass, Leute. Und heute geht es um Marco. Ich bin mit zwei Sachen überraschen. Also Leute, ich tun mit zwei großen Überraschungen überraschen, mit zwei Überraschungen überraschen. Eine Überraschung weiß er leider schon, da musste ich mit ihm reden. Ich musste einfach mit ihm reden, mit Marco, weil ich habe so gesagt, Leute, da Marco, ich musste mit ihm reden, weil es ist so, Leute, wir sind noch vor dem 30-Park in Einkaufszentrum und hallo Sonja. Wo? Oben? Am Kremserberg? Achso. Ah, dort, okay. Was für ein Tag noch, Sonja? Ja, Leute, das war gerade vor 4-5 Jahren war das unsere Babysitterin, wie wir noch kleiner waren, nicht immer Schwester, hat auf uns aufgepasst. Mit einem zweiten Mann hat das auch schon gestorben, Leute. Egal, Leute. Jetzt, wie die Mama 3 Wochen auf Kur war, war die Sonja, die Götze Sonja von uns aufpassen. Ja, Leute, heute, wie gesagt, Marco, für dich, du freust dich sicher schon, oder? Freust du dich? Also bist du gehört oder nicht? Ja oder nein? Okay, ja. Okay, Leute, wir gehen jetzt schon gleich rein, wir halten euch nicht viel länger auf. Und Leute, wie gesagt, heute haben wir zusammen, er darf sich um magst du 13 Uhr oder 14 Uhr was aufpassen? Und dann sagst du? 40. Okay. Kommt das, sagen wir einfach 40, okay? Ja, Leute, der Marco darf sich um 40 Euro irgendeine Sache aussuchen. Der Marco, du darfst dich er darf sich egal welche Sache, es darf halt, nichts Arges sein, er darf sich eine Sache um 40 Euro aussuchen. Um 40 Euro, genau. Und wir gehen in ein Restaurant essen, zum Divino heißt das Restaurant, da mache ich auch gleich ein bisschen Werbung drüber. Da gehen wir hin essen. In ein Restaurant gehen wir essen. Wir kommen in verschiedene Speisen. Pastas, Nudeln mit roter Soße, Käsesoße, Pizza gibt es, Pizzeria. Für mich 2 Getränke, für dich 2 Getränke und jeder eine Portion, eine Speise. Genau. Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Unten ist einfach in sein. Dennis, ja. Sag den Leuten, jetzt gehen wir zum Libro. Ah ja, Leute, wir gehen jetzt zum Libro, weil der Marco hat sich so ein Geschäft ausgesucht. Und zwar, wir gehen jetzt zum Libro, genau. Und nun Marco. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir Libro drin sind. Ja, Leute, der Marco war. Wie gesagt, Leute, der Marco war es in. Wie soll ich sagen, wo war es jetzt? In Libro. Aber er hat leider nichts gefunden, da sind wir beim H&M.
Voll eng. Sind da die Männer? Was? Hä, was? Pfefferbuhr. Ah, das sind die Männer, oder? Nein, das sind die Frauen. Was machst du, Marco? Oben? Hier oben. Ja, oben. Was machst du? So, ja, Leute, ich und der Marco, wir sind jetzt beim O&H. Und wie gesagt, jetzt gehen wir rein. Und der Marco kann sich einfach nicht entscheiden, in welchen Geschäft wir gehen. Weil es ist so, hallo. Weil es ist halt schwer, Leute, dass es entscheiden kann. Ja. Marco, mach's nochmal. Marco, mach's nochmal. Oh, der ist schon geil. Boah, tschüss, Allah. Jo, 70 Euro. Für einen Pullover. 50 Euro. Ja, weil es Marc ist. Ah, Adidas, den warte gleich, habe ich in Rot, gell? Noch zu Hause. Ah, warte. Wie viel kostet das? Nimmst du das? Ja, Marco, wir müssen uns entscheiden, weil. Na, Leute, leider hat sich der Marco noch nicht entscheidet, was er nimmt. Ja, Leute. Oh, geil, so. Ah, so ein krasser Gangster. Das passt da, Marco, das passt da richtig. Wie teuer ist das? Das geht. Magst du das haben? Nein, Markus muss in den Schein kommen. Und die Leute sind es einfach, wenn er die Größe gefunden hat. Was sperrst du? Marco, was hast du gesagt? 270 Euro. Schau mal, Leute, wie teuer die Jacke ist. 270 Euro. Boom. Alter Schwede. So eine teure Jacke. Häusl! Das Geburtstagskind, Leute! Sucht schon schön herum! Was ist mir wert, Leute? Es ist mir echt wert. Und der Marco ist auch mein bester Freund, auch wenn wir streiten öfters. Trotzdem ist er mein Freund. Und wir machen zusammen YouTube-Videos, ist mein YouTube-Kollege. Ja, Marco! Hey, hey, hey! Jetzt einfach voll viele Sachen da. Ja, mach das. Das Marco muss das entscheiden, komm. Probier das jetzt mal. Wie viel kostet das? 25. Ja, okay. Passt. Ja, passt. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn der Marco. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Marco dann umgezogen ist. Und er zeigt es mal. Weil ich gehe schon mit. Schaut mal, Leute, kann man einfach runterschauen. Da hinten ist das Kebabstand. Da. Alter, da ist unser Freund. Ah, da bist du. Und? Gefällt's dir, Marco? Ja. Hä? Dir? Soll ich einfach ausschauen da unten? Was sagst du dann? Was sagst du? Das schaut schon geil aus, oh ja. Kannst du nehmen? Nimmst, ja. Nehm das nicht. Nimmst du das geil? 25 Euro. Also wie viel hast du Budget noch? 25? 15 Euro. 15 Euro? Okay, ich komm bitte. Dann such doch einen Kapperl aus, wenn du willst. Ja, mach. Ja, Leute, schau, da gibt's was. Peace, Leute. Ja, Leute, wie gesagt, Leute, wie gesagt, der Marco hat sich jetzt schon mal ein T-Shirt aussucht. Also, Also, der Marco hat sich jetzt schon mal ein T-Shirt aussucht. Ein T-Shirt, das kostet 25 Euro und eine zweite, sondern noch ein Kappa vielleicht um 15 Euro. Und gefällt dir, Marco? Nimmst du das? Das ist cool, ja, danke. Das ist cool, Marco, oder? Und okay, passt, jetzt gehen wir zur Kasse. Passt, danke.
Ah ja, das Geilste. Sackerl oder nicht? Nein, das passt. Oder nimm das. Was kostet das Sackerl? 20 Cent. 20 Cent. Nimmst du es? Nein. Passt. Danke. Wiedersehen, tschüss. Ja Leute, der Marco hat sich ein T-Shirt aussuchen, das ist echt cool. Eine Sache, er sucht sich noch von der Spahn was Snacks aus um 15 Uhr. Und wir gehen jetzt noch ein Essen. Das ist echt ein geiler Tag, oder Marco, für dich? Bis gleich. So, ja Leute, jetzt gehen wir jetzt gerade zum Divino rein. Und... Was Gott? Hinten ein Platz frei. Ja, da. Ja. Da ja. Ich bin auf dem Teich da. Und ich sitze dort. Bist du da sitzen? Ja. Wir sind gerade beim Divinus drin. Warte, wo ist der? So geil das aussieht, Leute. Hinter diesem Bild da. Ah ja, da schaut es so geil, Leute. Voll viele Pflanzen, voll viele Mauersteine. Warte mal, kannst du das aufstellen? Wo ist denn das hinstellen? Hat das stehen da? Ja, da unten, die sind Füße. Was ist denn das? Warte. Ja, das muss. Warum steht das nicht? Achso, so muss das raus. So. Hast du das selber gekauft? Ja. Wie viel hat das gekostet? Hallo. Ich jetzt einmal. Wir schauen noch. Wir schauen noch. Nein, wir schauen noch. Wir ja. Schauen noch. Danke. Danke. Und willst du auf die Kamera aufstellen? Da so? Und sie zum Beide da kommen. Komm zu mir. Ja, stimmt. Das ist einfach wie schlimm mit uns. Nein, du gehst zu. Ich hab den Rucksack da. Dann kannst du es da herstellen. Da werden. Solange ja. Das nicht da ist. Ich schau mal, wie man trinken kann. Salzi, salzi. Ein bisschen weiter zurück. Warte, gib's in die Schnitt, ein bisschen weiter zurück. Ja Leute, wie gesagt, sind wir gerade im Divino. Was sind die? Oh, das ist die Karte, Richter. Hey, wo ist das Getränk? Aber. Was nimmst du zum Trinken? Ja? Was nimmst du zum Trinken? Hat, da sind die Getränke. Was nimmst du da nicht? Ja. Was sind die Getränke? Da ist was, ja. Ich glaube, ich nehme einen Cola. Hä? Ich glaube, ich nehme einen Cola. Was nimmst du? So, Leute, sollen wir mal die Getränke aussuchen und dann das Essen. So. Ich nehme euch einen großen Orangensaft. Pur. Ja. Warte, lass mal aufregen. Ja, bis gleich. Hallo. Bitte. Ich würde einmal gern. Habt ihr einen großen Orangensaft gespritzt? Ja. Ich nehme. Ja. Und ich Nein, ich mag pur. Einen großen Orangensaft noch? Pur. Ja? Und ich nehme bitte einen Cola. Ein Cola. Zum Essen auch was, oder? Wir schauen noch. Wir schauen noch, danke. Nein, lass das. Gut, Leute, wir haben jetzt einen großen Orangensaft pur gemacht. Und normal ist, Leute, beim Divino, das wundert mich voll, Leute, weil,
weil Leute beim Divino ist normal immer spanische Musik oder in einer ja, spanische Musik, wo die Köche von der Küche singen immer Spanisch dann ein bisschen mit und sie singen ein bisschen Spanisch mit. Und normal, das ist eine normale Krone. Jetzt ist aber eine Krone-Musik. Vielleicht kommt nachher mehr okay, Leute. Ja. Okay, warte, jetzt bin ich. Bis jetzt. Bis gleich, Leute. Danke. Michelle. Die Frau war es. Leute, die Frau war voll in dir zugelassen. Bitteschön, hat sie gesagt. Die war ultra nette Leute. Die Frau, die Kellnerin, die war es ultra nett, Leute. Voll. Da geht sie wieder. Die ist voll nett, Marc, oder? Ich gefall den Daniel. Alter Kucher. Also, der Daniel wollte sie küssen, aber sie wollte nicht. Was bist du heiß, Leute? Gut, Daniel, wollte das küssen. Warte, die Sache. Da ist auch was auf Kur. Eine Warnstufe. Auf dem Marco. Jetzt ist schon Spaß, muss ich gut. Ja, so ist besser. Hast du dich schon entschieden, Daniel? Daniel, hast du dich schon entschieden? Das ist Cola von Marco, Leute. Koks-Cola. Koks. Was nehmen wir, Daniel? Entschuldigung, ich kenne schon. Was nimmst du, Daniel? Hallo. Hi. Wir wollen einmal gern bitte... Bolognese. Bolognese. Schau. Also, was ist Bolognese nochmal? Also, zu Pasta. Was habe ich denn immer gemacht? Aber etwas Besonderes hast du immer gemacht. Penne, oder was? Ist das? Ja, so Penne mit roter Soße. Ja. Ah, Milch, ohne ja. Schaf. Ohne Schaf, perfekt. Apple Watch. Einmal oder zweimal so? Einmal. Okay. Ja. Und du? Und ich nehme einmal Pizza dabei, bitte. Perfekt. Und zum Trinken haben Sie schon? Trinken haben wir schon. Ja. Super, bitte schön, gerne. Danke. Da kennt ihr schon, was du willst. Ja, voll. Ich war vor circa ein Jahr war ich schon da. Also ich habe so kurze... Kurze Nudeln. Mit Soße. Spaghetti Mafia hatte. Ja, da. Das ist Spaghetti Mafia. Also mit kurzen Nudeln mit solche Penne, Nudeln mit roter Soße mit Bolognese. Und du hast eine Pizza, oder? Welche Pizza? Hawaii. Hawaii-Pizza, er hat die Hawaii-Pizza mit. Da sind Ananas-Stücke drauf. Da ist auch Ananas drauf. So süß bekannt Pizza, so gemischte Pizza. So Hawaii, so süß und bekannt gemischt. Einfach pur. Ah, Heifelmus. Ist das salzig? Warte, du musst soppen. Satz mal, Leute. Das war gestern, Leute, da waren wir vor einem Feuerwehrfest. Da war ein kleiner Freund von der Philipp. Weil ich so hintereinander. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich lach einfach. Du musst jetzt aufpassen, gell? Ja, man hat deine Nummer kurz gesehen. Du musst aufpassen, das musst du rausschneiden. Das musst du rausschneiden. Hey, du bist so dumm, hör auf. Hallo. Bin mir Bolognese? Ja, ich einmal. Bitte. Danke. Sauer. Dankeschön. Bon Appetito. Danke. Wow. Ich sag guten Appetit auf Italienisch. Ja. Buon Appetito. Machen wir zuerst so. Schaut, Leute, ich sag was essen, gell? Peace, Leute. Wir sind schon gegangen. Ich hab einfach mit so einem grünen Deko drin. Buon Appetito. Ja. Das ist ja voll. Heißt ja voll komisch, dass da Hundertmusik ist, wo man nicht. So italienische Musik oder spanische Musik. Hast du gehört? Er hat italienisch geredet. Ja.
Schau, Leute, ich hab Basketball und Gabel. Dann ist sag mal in die Kamera, was er gesagt hat. Hä? Sag mal in die Kamera, was er gesagt hat. Was? Was in die Kamera? Sag in die Kamera, was er gesagt hat. Zu uns. Was? Buon appetito. Buon appetito. Was ist das, Anne? Was heißt das? Guten Abend. Auf welcher Sprache? Italienisch, glaube ich. Oder? Ja. Stehst du hier am Lesen jetzt? Allahu Akbar. Ja, das ist so scheiße an dem Tisch. Du musst ein bisschen weiter rauf. Sehen die ein bisschen gerade. Ja, so. So. Buon appetito. Wo ich schon lange nicht mehr da war, weißt du was ich? Weißt du, was mein Lieblingsspeis ist? Da ist irgendein Spanischer hinter. Na. Oh ja. Der kann Spanisch reden. Ja, das ist jetzt auch Spanisch. Na, das ist ohne Hit. Spaß. Das ist nicht ohne Hit. Wenn auf ohne Hit würden die Deutsch reden. Der neue Freund. Buon appetito. Bis gleich. Aber was sagst du, Marco? Wir haben auf unserem Auto eine Dachbox. Ah, wirklich? Ah, die kenn ich, wo man Sachen tun kann, oder? Für Kroatien. Hm? Fahrt ihr nachher Kroatien? Warm. Im August. Hm, warte. Das Essen schmeckt echt geil, boah, wirklich. Haben es echt gut gemacht. Also die Wiener, ja, gute Qualität. Die Wiener kann man schon gut bewerten. Von 1 bis 10 sage ich 10. Und du? Schon gut, oder? Ah, heiß. Ah ja, wenn der Radio spricht, wenn es Werbung und wenn Pause ist, dann machen sie es Italienisch. Geil, Leute, ist ja gar gut. Ich meine Italienisch, wenn Werbung, wenn die Pause machen im Radio. Jetzt ist ein Chibi. Warte, wo war ich jetzt? Marco hat der Kocher. Wo ist der Kocher jetzt? Na gut, Leute, wir sehen uns dann, wenn wir fast fertig sind, wie ich sage, dann gehen wir hin mit der Kamera und sagen, so kleiner, ihr habt echt gut gekocht, gute. Gut gekocht, ich kann halt kein Italienisch leider, aber es wäre schon gut, wenn ich Italienisch sagen kann. Aber sie haben echt gut gekocht und das sage ich dann noch. Und dann sehen wir uns, wenn wir rausgehen oder fast fertig sind. Ja, so. Danke. Danke. Alter, du bist geistig. Voll dir, Daniel. Wo ist der Kocher? Daniel will mit dem Kind kommen.
I ty noch. Chyba posłuchamy do muzyki demo. Dann hat vorher die ganze Zeit gesagt, zur Puppe gehen wir zur Suppe. Dann hat er gesagt, Schabzi. Geht dann nicht. Nein. Hat die ganze Zeit Schabzi zu ihr gesagt. Der Daniel war vorher mit dem Klo. David! Also. Was? Ja, danke. Aber wenn der Bund so ein Borg. Ganz, ganz. Jetzt noch, danke. Hast du das gesagt? Leute, ich war in Italien 3 Wochen Camping mit voll vielen anderen Kindern und da waren auch voll viele Jugendliche mit den kleinen Kindern. Von 10 Jahren bis 14 Jahren waren es 9-Jährige mit und der Leute, der Kellner hat gerade gesagt Grazis, das heißt Danke. Auf welche Sprache? Auf Italienisch. Ja. Ich sag mal Italien auch. Ja. Aber schau, da steht so. Ja, Spanisch. Was hat er gesagt, Daniel? Was ist Gratis? Gratis heißt Danke. Oder was? Vielen Dank. Nein, Danke. Oder das habe ich auch mal gesagt in Italien, oder? Ja. Das ist selbe. Selbe, ja. Und Grazis ist bitte. Grazis. Na, bitte heißt wie? Bitte heißt wie? Wo soll Spanien? Das wäre geil, wenn man die Sprache kann, Leute. Das wäre echt geil. So zum Wasser? Ja. Was wie heißt nochmal? Ja. Amena? Amena und Bonzabore. Amena, Bonzabore. Amena und Bonzabore. Avena, Bon, Bon. Aveva? Ja, habe ich. Also Aveva? Aveva. Und Bon. Bon, Bon, Sabore. Avena und Bon. Bon. Also Avena? Ah, und, also einfach Avena und Bon, Sabore. Yes. Avena und Sabore. Ja. Das Bon musst du jetzt sagen. Ja, das Bon. Avena, Aveva, Aveva. Aveva. Also Avena, Aveva und. Aveva und. Avena, Bon. Bon. Bon Sabore. Avena und. Bon. Avena bon bon sabore. Aveva un bon sabore. Aveva un bon sapore, grazie. Ma è finito o mangi ancora? Finito? Non è schon finito, ich noch nicht sentito. Ja. Also der Kellner deine, der ist so korrekt, Leute, echt. Welcher? Ja, komm. Ja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn er aufgeht und dann gehen wir raus, das heißt noch. Ach, das heißt noch. Leute, ich habe noch ungefähr 60 Euro übrig. Genau. 60 Euro habe ich noch übrig, Leute. Ja, bitte. Ja, bitte. Bis gleich, Leute, dann sind wir zum Zahlen. Ja. Danke, wie viel wären es? 35. Okay. Nein. Was? Entschuldigung. Hä? Entweder was vergisst oder was kannst du sehen? Achso, das sind die Rechner verdammt. Okay, Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir wirklich zahlen. Linguine Bolognese? Ja. Und ich habe Pizza habe. Pizza habe, ja? Ja. So, Entschuldigung, guys, I don't speak good Dutch. Yeah. So, the numbers, I will say them in English, no problem, okay? So. Do you speak English auch, Spanien? Ja. Ah, ja. Okay. Ich nicht so gut. Ich sehe alles. Ja. Alles, finito.
Okay. Grazie. Thank you. Have a nice day. Grazie. Wie viel sind das? 35? Ja. Ich glaube, dass ich Zeit habe. Jetzt habe ich Englisch reden mit dir. Wirklich? Hast du Englisch? Du sagst Englisch. Meine Schwester und ihre Freunde können ganz gut Englisch, perfekt Englisch. Du sagst Thank you, have a nice day. Was heißt das? Danke, hab einen schönen Tag. Ja, ich. Hallo Leute, jetzt haben wir gezahlt und es ist so. Das haben wir gerade gezahlt mit Geldbeutel. Also mit dem Geldtag. Und es ist im Markt, genau. Und es gibt noch kurz Hinterspann, dann machen wir schon das Ende wieder. Und lass uns auch wieder zwei Leute grüßen. Bis gleich. Ciao, gratis. Danke. Danke, tschüss. Wir kommen mal wieder. Also Leute, wenn ich ehrlich bin, Leute, Bamako, Divino, wer wird sich von 1 bis 10, 10, wirklich, es ist echt gut, Leute, wirklich, es ist echt gut, wie das wieder aussieht. So, was sagst du? Bis gleich. Wie? Deutsche TikToker. So. Deutsche TikToker? TikToker? Zum Beispiel. Wie hast du von Infolenzer? Was meinst du? Echt, wo ist das? In Kärnten ist das heute? Inferenzen? Treffen. Geil, ist ja voll geil, Leute. Ja. Und gut, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Leute grüßen. Das machen wir nicht mehr so viel. Das Video dauert eh schon so lange, Leute. Und Leute, wir sehen uns dann gleich, wenn wir die zwei Leute grüßen, das ist schon das Ende dieses Videos. Weil dann, Leute, der Marco, der hat schon, ihm reicht eine Sache, hat er gesagt, um 25 Uhr das T-Shirt. Ja, ich kaufe das noch was um 10 Uhr und dann passt das schon. Bis gleich, Leute. So, Leute, Marco, die Zigarette. Spaß, ne? Vape ohne Nikotin. Das ist, ja genau, Leute. Schatz, das ist Arona King. Genau, Arona King. Ohne Nikotin. Da ist nicht mal 1% Nikotin drin. Nein, Leute. Also ohne Nikotin. Beide Vapes. Das sind zwei kleine E-Zigaretten zum Wegwerfen, gell? Und ohne Nikotin. Das sind für eine Nacht seine Vapes, seine E-Zigarette. Wie soll ich sagen? 700 Züge hat die um. Da gibt es eine noch mit 1500 Züge und mit 5000 Züge. Also die sind jetzt schon so um 4 Gig so groß. Und eine mit 5000 Züge. Die ist ein bisschen dicker als die mit 1500 Züge. Ja. Und lass durch gleich die zwei Leute grüßen. Ja Leute, schaut das aus. Da waren unten ein Licht. Was eine ist, warte, das ist Blaubeere und das ist Mango, Birne, Mango, Birne, Apfel. Das schmeckt auch geil. Okay, grüß nicht. Na gut, Leute, wir schauen gleich, wir sehen uns gleich, wenn wir zwei Leute grüßen. Grüße. Und schöne Grüße an Philipp Kitty, oder ja, Philipp Kitty und Marklin Fuß beim Blog aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr von mir auch was hören wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Hashtag Glocke aktiv, das habe ich sehr gut in den Kommentaren gesehen. Hashtag Glocke aktiv. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal auch gegrüßt. Viel Glück. Und Leute, kleine Info von euch. Bitte, Leute, schreibt sich wieder unten in die Kommentare. Ja, du hast mir schon versprochen, weil ein Zuschauer von mir hat einer drunter geschrieben in die Kommentare, du hast mich letztens nicht gegrüßt und das ist, und du hast mir schon 3 Wochen versprochen, aber ich weiß, zuerst immer, ich kann immer nur 2 Leute grüßen, das war's, die Marklin und der Philipp dran, Marklin und ihr Freund, die 2 waren es dran und in nächster Woche kommen wieder 2 andere, die nächsten 2, die was Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben, ja. Und Marco? Und ja Leute, es ist ohne Nikotin, wie gesagt. Und Leute,
und vergiss nicht kostenlos zu abonnieren und auf das Glöckchen drücken, dass ihr keine Angst und kein Video mehr verpasst. Und Leute, keine Angst und kein Video mehr verpasst. Und ja Leute, wie gesagt, nein, unser Instagram auch noch. Ah, ja. Und ich und der Marco uns unser Instagram-Namen durch auch einblenden. Bam. Ich heiße itsdaniel25. Wie heißt du? Marco. Ah ja, der Marco hat. Er wurde schon wieder gesperrt auf Instagram. Soll einen neuen Instagram-Account haben. Wie heißt du? Marco King 123. Das blende ich ein. Bam ist ein neuer Instagram-Name. Folgt ihn alle bitte, Leute. Nein, das ist jetzt egal. Okay Leute, wir sehen uns beim nächsten 41. Video. 41 Follower. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und peace. Tschüss. Marco, wie war dir der Tag dir gefallen? Perfekt. Erstmal eine Wochen, oder? Ja, eine. Und das war echt cool, Leute, Tag. Und lasst ein Like dafür mehr solche jetzt Videos. Jetzt geht's noch auf eine Party, auf so eine Feier, auf so ein Feuerwehrfest. Bis zum nächsten Video. Haut rein und peace.